gesagt, hier sehen Sie mal einen Lageplan von unserer Straußenfarm, wie sie aber in 2, 3, 4 Jahren aussehen wird. Müssen wir mal schauen, das ist eine finanzielle Sache. Das heißt, hier vorne, diesen Abschnitt haben wir fertig. Vorne sind 2 große Stallungen, hinten 2 kleine Stallungen. Wir haben jetzt um die 40 Tiere. Im Endzustand werden wir auf diesem ganzen Areal um die 180 Schlachttiere im Jahr haben und ca. 20 Zuchttiere. Das heißt, die Tiere, gemäß Größe, brauchen eine bestimmte Gehegefläche und auch Stallgröße. Dafür gibt es Vorschriften und diese Vorschriften sind einzuhalten. Ja, hier vorne sind sie raufgekommen auf unser Grundstück. Hier ist noch dieser wilde Parkplatz. Das wird mal unten im Wald ein bisschen versteckt angelegt. Dann gehen sie eigentlich später mal hier über so eine Naturfahrt, kommen sie hinten rauf auf das Grundstück. Ja, hier vorne sind die Birkenterrassen. Oben drauf ist nochmal ein großes Festzelt für Feierlichkeiten. Hier vorne der Farmland, Imbiss, Gaststube, das wird im Laufe der Jahre nach hinten noch erweitert, dass wir also auch hier hinten mehr Leute aufnehmen können. Das große ist ein Wohnhaus, das blaue hier ist ein Ferienhaus, was wir vermieten. Hier vorne eine Aussichtsterrasse, wo sie also auch bei schönem Wetter, so wie heute, die Tiere mal auch über längeren Zeitraum mal beobachten können in Ruhe. Genau wie hier hinten. Hier hinten entsteht ein Biotop, ein See, wo auch nochmal Sitzmöglichkeiten hinkommen. Ja, das ist da hinten so seitlich, ne? Ja, ansonsten hier entsteht ein Kunstbrutgebäude. Das heißt, das wird hier errichtet. Da hoffen wir, dass wir da Ende des Jahres beginnen können. Das heißt, die Farmbesucher können hinten rumlaufen. Sie können in jeden Raum reinsehen durch große Fensterscheiben, dass sie das wirklich mal vom Ei bis zum Küken alles nachvollziehen können. Das heißt, hier vorne ist das Eilager, dann kommt der Brutraum, der Schlupfraum, dann kommen die einzelnen Kinderzimmer. In die Kinderzimmer werden die Tagesküken in Hochbetten gehalten, unter Wärmelampen auf Wasserbetten aus der Ferkelzucht. Die werden richtig verwöhnt. Die ersten 3 Tage wird also auch nicht zugefüttert, da leben sie nur von ihrem Eidotter, das müssen sie komplett aufzehren. Danach können sie auf diese Betonfreifläche rauf und dann werden sie langsam an das Grünland rangeführt. Ja, hier vorne ist also der Kindergarten. Das heißt, im letzten Jahr haben wir schon mal mit der Kunstbrut begonnen. Das hat man teilweise bei uns im Wohnhaus gemacht, teilweise hinten im blauen Häuschen. Wenn sie das richtig professionell betreiben wollen oder das besser gesagt, das müssen wir dann, dann ist eine Person voll damit beschäftigt in der Brutzeit. Ja, sie müssen teilweise Geburtshilfe geben, sie müssen alles kontrollieren und wenn sie aus dem Raum rausgehen, wo diese Tagesküken sind, die fangen sofort an zu piepsen, die wollen sie als Bezugsperson immer haben. Ja, und sie kämpfen also um jedes Küken in der Kunstbrut, sie können sich das nicht erlauben, da irgendwelche Tiere zu verlieren, die sind zu kostbar. Ja, ansonsten dieser Streifen, der rote Streifen, ist der Bereich, wo sie sich also auch frei bewegen können, auch außerhalb der Führung. Da ist also immer eine doppelte Umzäunung. Die doppelte Umzäunung ist aber nicht zum Schutz der Farmbesucher, die ist zum Schutz der Tiere da. Der Strauß ist ein neugieriger Vogel, der versucht nach allem zu picken, der versucht alles abzuschlucken. Manchmal gibt es Leute, die was durchreichen, was der Strauß nicht kriegen sollte. Und dadurch verenden manchmal Tiere auf die Farm. Das wollen wir damit ein bisschen unterbinden. Halten, später auch züchten, sind reine Blauhalsstrauße. Der Blauhalsstrauß ist eine Kreuzung zwischen dem Nordwest- und dem südafrikanischen Strauß. Der nordwestafrikanische Strauß ist der Rothalsstrauß, da wird der Hahn fast 3 Meter groß und ca. 150 Kilo schwer. Der südafrikanische Strauß ist der, der dieses schöne Federnkleid hat. Das, wie gesagt, ist eine Kreuzung dazwischen, Blauhalsstrauß, aber selbst dort kann der Hahn noch ca. 2,70 Meter groß werden und ca. 130 Kilo schwer. Hier vorne sehen Sie unsere Halbstarken. Die sind jetzt so ca. 18, 19 Monate alt. Wie gesagt, die sind noch nicht ausgewachsen. Ne? Ausgewachsene Tiere sehen wir da hier hinter dem Stall. Ja, hier vorne sehen Sie mal 2 Hennen. Also hier das Graue ist die Henne, mit diesem schönen Gefieder sind die Hähne, so wie bei den Menschen. Ab März, April fangen sie an mit regelmäßig Eierlegen. In dem Fall, der Hahn schart irgendwo im Nest, irgendwo im Gehege die Nestmulde. Das bestimmt der Hahn, wo er sich am sichersten fühlt. In diesem Fall hat er das hier im Stall angelegt, ist für uns einfacher, den Hahn abzulenken. Das heißt, wir müssen hier ran an das Nest. Das heißt, am Tag haben sie immer eine halbe Stunde Bauchschmerzen. Wenn sie das überstanden haben, dann wird es noch besser. Das heißt, eine Person muss den Hahn ablenken, ne, und die andere Person kann dann ran an das Nest die Eier schnappen und dann also auch wieder lebendig zurückkommen. Das heißt, es kann also auch sein, dass er die Nestmulde irgendwo im Gehege anlegt. Dann haben sie ein Problem, dann haben sie entweder öfters mal neue Angestellte. War ein Scherz. In Afrika, wie gesagt, teilweise so, dass mit gepanzerte Fahrzeuge reinfahren. Deutschland teilweise mit Traktoren, umgebaute Trabants, wo der Boden fehlt, die rübergeschoben werden. Jetzt muss man mal schauen, wie wir das denn machen. Aber wie gesagt, sie müssen ja dann jeden Tag, und wenn sie 4 Trios haben, müssen sie schauen. Der Hahn ist also auch jeden Tag anders drauf. Aber wie gesagt, der Hahn guckt nicht zu, wie wir ihm die Eier wegnehmen.
der verteidigt das. Ne? Und warum lassen die die so frei brüten? Ja, das machen wir. Bis Juli nehmen wir ihnen die Eier weg. Ab Juli können sie ihr Nest volllegen und dann wird die Naturbrut vollzogen. In Deutschland ist es gang und gäbe auf deutschen Straußenfarmen, ab Juli lässt man ihnen die Eier. Ja, das heißt, die Brutdauer ist 42 Tage, dann können die Hennen das Nest volllegen und dann, ja, schätze mal so September ungefähr, so laufen die ersten Küken mit dem Papa durchs Gehege. Und es ist also wichtig, dass sie dann auch noch ein paar Sonnenstrahlen kriegen. Ne? Haben die alle einen Namen? Ja, die Zuchttiere kriegen den Namen, obwohl ich hier noch die Namen vergeben muss. Da muss ich erstmal noch schauen. Ja. Und ein Strauß in der freien Natur wird ja ungefähr so 20, 30 Jahre alt, dann gehen sie an der Nahrungskette über. In der Gefangenschaft können die Tiere 60 bis 70 Jahre alt werden. Das heißt, die Zuchttiere begleiten einen Leben lang. Ne, die wir hier haben, die sind 4 Jahre alt. Lecker. So ein Straußenei können sie wie ein Hühnerei essen, da merken sie überhaupt keinen Unterschied. Wer hier ein Straußenei kauft, kriegt eine Gebrauchsanweisung dazu, wie er das Ei zu öffnen hat, ohne dass er seine teure Pfanne drüber zerschlagen muss. Das heißt, auf so ein volles Straußenei können Sie sich raufstellen, passiert überhaupt nichts. Ja, ja, ja. Die Schale ist 1-2 mm stark. Ne? Das heißt, so ein Ei bohren Sie an, 10er Durchmesser reicht vollkommen aus und dann können Sie mit einem geknickten Strohhalm alles rausholen. Ne, aber wie gesagt, 5-6 Personen werden davon satt. So ein Straußenei essen wir öfters. Schmeckt ganz lecker. Wie gesagt, wenn sie jetzt ihr kochtes Ei draus machen wollen, Frühstücksei, müssen sie 1,5 Stunden früher aufstehen. Aber wenn sie denn ausgelöffelt haben, dann haben sie einen Eiweißschock. Liegen sie auch daneben. Also das heißt, meistens macht man da draußen Omelette. Das ist so ein kleines Küken, so sehen sie zwar nicht aus. Die sitzen also drinnen, Brutdauer 42 Tage, 39 Tage im Brutschrank, die letzten 3 Tage im Schlupfschrank. Da müssen sie dann täglich mehrmals durchleuchtet werden. Sie müssen den Punkt abpassen, wo das Küken mit dem Schnabel die Luftnase durchstößt. Dann haben sie, wie gesagt, für diesen Zeitraum ungefähr Sauerstoff für 24 Stunden. Da müssen sie schlüpfen. Die pressen sich dagegen und öffnen das Ei hinten mit ihren Nackenmuskeln. Wenn ein Küken geschlüpft ist, haben die einen ganz dick geschwollenen Nackenmuskel. Ne, durch diese Kraftanstrengung wird der Eidottersack, der sich außerhalb befindet, den ziehen sie in sich hinein. Von diesem Eidottersack, den müssen sie komplett aufzehren. Das heißt, 3 Tage wird er nicht gefüttert. Und wenn wir jetzt sehen, das Küken schafft es nicht, weil es so kleinwüchsig ist, wird es normalerweise ersticken im Ei. Bohren wir oben an, damit sie Sauerstoff noch ziehen können. Wenn sie es denn nicht schaffen, müssen wir es aufbrechen. Ja? Und weil die Schale so dick ist, sehen Sie ja dort Lampen. Die Eier kann man also gravieren. Das wird in Südafrika hergestellt. Gravierte Lampen, Decoupage-Eier, handbemalte Eier. Wenn wir so ein Leerei aus dem Nest rausziehen, werden sie unter warmem Wasser mit einer weichen Bürste gereinigt, damit die Poren frei sind für den Gasaustausch. Für die Kunstbrut werden sie nochmal in eine Desinfektionslösung getaucht. Und dann kann man sie 10 Tage lagern bei einer bestimmten Temperatur und dann kommen sie in den Brutschrank rein. Als Essei werden sie nur so gesäubert. Ne? So ein Essei können sie ungefähr so circa 8 Wochen halten. Ich war ja zur damaligen Zeit, ich habe 45 Lehrerjahre hinter mir, war also richtig deutscher Pauker und so. So, und dann haben wir langsam angefangen, aber das Konzept war ein anderes. Das Konzept hieß, erste, meine Frau erzeugt irgendwelche Dinge und ich mache mich in die Natur und versuche das zu verkaufen. Das haben wir einmal gemacht, da haben wir aufgehört damit. Weil es nicht sein kann, dass man
kreative Dinge von der Stange macht, das geht nicht. Und wenn ich dann irgendwo stehe und neben mir der Linke, der verkauft BHs und rechts Kartoffeln und der hinter mir, dann da stimmt das Flair nicht, das haut nicht hin, das geht nicht. Also haben wir das sein gelassen. Und haben gesagt, dann machen wir das anders. Stocken unser Häuschen auf. Bauen aus und lassen die Leute einfach herkommen. Geben ihnen die entsprechende Anleitung und Hilfe und lassen das alleine machen. Kaufen können sie eigentlich überall. An jeder Ecke und alles und so, ne? Ja, und das ist eigentlich unser Grundkonzept bis heute mit Erfolg. Und dass nur das Haus so groß ist, dass da noch eine Pension mit dran hängt, mit 4 Zweibettzimmern und so. Und der ehemalige Kohlenschuppen des Kindergartens, denn das Grundstück, unser eigentliches Grundstück, endete hier. Und das da drüben haben wir erst dazu gekauft, das war mal Kindergarten, ne? Dass wir da nur noch die Holzwerkstatt einrichten konnten, um mir meinen Kindertraum mal zu erfüllen und den auch zu nutzen. Das wie groß ist das Einzugsgebiet hier? Wer kommt denn her? Ja, das reicht also, das ist richtig bundesweit. 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 Praktisch Fortbildung für Lehrer und Kinder und was? Unter anderem auch, wir stellen auch Zertifikate aus, wenn es also gewünscht wird, für entsprechende Fortbildungsreihen. Oder Kurse, wir haben ja Kurse in allen Varianten, vom Webkurs bis Spinnen, über Patchwork bis Quilten und von links bis Tralala, da ist alles vertreten, ja. Also eigentlich, sage ich mal, mit ganz geringen Ausnahmen gibt es nichts, was wir nicht machen können. Und was wir nicht alleine können, da haben wir seit Jahrzehnten Partner, zum Teil Studienpartner, auch von meiner Frau aus, vom Textildesignerstudium aus, die heute sich auch verselbstständigt haben, irgendwo und bundesweit da überall zu finden sind. Die holen wir uns dann einfach her. Wenn man etwas alleine nicht richtig fachlich drauf hat, dann muss man sich die Fachkraft holen. Ne? Und wie wird das finanziert? Wir sind ein reiner Familienbetrieb. Ohne einen Pfennig Fördermittel. Hier ist alles, was hier steht, Eigentum. Hier ist kein Bankauto, kein Bankhaus, ich muss keinen Buckel krumm machen, hier sind keine Kredite drauf, hier ist nichts. Hier ist alles privat. Richtig, mit 10 Fingern. Spätere Freifrau von Labis zu damals üblichen Zinsen. Wie uns aber bekannt ist, hat er dieses Geld nie zurückgezahlt. Zum Ländchen Bärwalde gehörte das namengebende Bärwalde mit einem kleinen Schlösschen, Wiepersdorf mit einem ganz einfachen Herrenhaus und weiteren 5 Dörfern hier in der Umgebung. Dieser Joachim Erdmann von Arnim hatte 2 Söhne, einen Karl Otto und unseren späteren Dichter Ludwig Achim von Arnim. Er wurde am 26. Januar 1781 geboren und 3 Wochen nach seiner Geburt starb seine Mutter an den Folgen dieser. Und da der Vater sich in diplomatischen Diensten befand, er war Gesandter am Dresdner und dänischen Hof und Direktor des Spektakels, also Theaterintendant, konnte er sich um die Erziehung seiner Söhne nicht kümmern und so übernahm diese Erziehung besagte Großmutter. Sie kaufte ihm sogar das Sorgerecht für 1.000 Taler ab. Als die Großmutter die Erziehung ihrer Enkelkinder übernahm, war sie 51 Jahre und sie war eine sehr strenge Frau. Achim wuchs in Berlin auf, und zwar in der Nähe des Brandenburger Tores, und er sah auch mit an, wie dieses entstand. Er ging dann in Berlin aufs Joachimsthalsche Gymnasium und
Während der Ferien verbrachte er meist in Zernikow, das ist ein weiterer Besitz der Familie von Arnim, nördlich von Berlin in der Nähe von Rheinsberg. Arnim studierte dann, und zwar in Weimar und Göttingen, und er studierte zuerst Jura und Mathematik und beschäftigte sich intensiv mit Naturwissenschaften, angeregt durch seinen Freund Clemens Brentano, den er 1801 kennenlernte, wandte er sich dann der Dichtkunst zu. Seine erste Veröffentlichung war auch bereits 1801, und zwar Hollys Liebeleben. Als 1810 diese Großmutter starb, hinterließ sie in ihrem Testament, dass derjenige ihr beträchtliches Wertpapiervermögen erben sollte, der eheliche Kinder beiderlei Geschlechts in die Welt setzen würde. Das war für die beiden jungen Herren ein arger Schock. Sie fühlten sich doch recht frei und ungebunden und keiner wollte sich festbinden zu diesem Zeitpunkt. Achim von Arnim war aber dann doch derjenige, der die Auflagen des Testamentes erfüllen wollte. Und er wusste keine bessere als Bettina Brentano, die Schwester seines Freundes Clemens. Und so fragte er sie ganz einfach: Ich meine, wir heiraten uns. Wann und wo es sei, nur bald. An Mobilien brauchst du so nicht viel, wenn du ein Fortepiano hast. Ich habe mein Schreibpult. Und später dann auch noch, da brauchte es nicht langer Zweifel, ich wusste niemand auf der Welt, von der ich so gern ein Ebenbild besessen hätte, mit der ich so gern mich erfreut, gestritten, gewacht und geschlafen hätte als dich. Achim und Bettina kannten sich zu diesem Zeitpunkt bereits 9 Jahre und seit 1806 standen sie im Briefwechsel, der anfangs recht freundschaftlicher Natur war, man schrieb sich gegenseitig von den Liebschaften, der dann aber zunehmend intensiver und intimer wurde. Und so wollte Bettina dieser Heirat zustimmen, wenn Achim ihr versprechen würde, niemals eifersüchtig auf Goethe zu sein. Dieses Versprechen wiederum konnte Achim ihr geben. Goethe lebte in Weimar, sie würden dann in Berlin leben. Achim kannte Goethe persönlich und Goethe hatte sich auch sehr lobend über die Volksliedsammlung des Knaben Wunderhorn, die er ja bereits mit Clemens herausgegeben hatte, geäußert. Und so stand dieser Zusage nichts im Wege. Und Bettina schreibt am 4. Dezember 1810 an Goethe: War kalt und schauerlich Wetter. Es wechselte ab in Schneien, Regnen und Eisen. Da hielt ich Verlobung mit Arnim unter freiem Himmel um 8:30 Uhr abends. Es kam von ungefähr. Das Paar heiratet dann am 11. März 1811 heimlich in Berlin. Hierüber gibt es einen Brief Achims an Wilhelm Grimm, in dem er diesen Hochzeitstag beschreibt. Bettina wohnte zu dieser Zeit im Haus ihres Schwagers Savigny, der spätere Justizminister dann wurde, und Achim besuchte Bettina dort jeden Abend, so auch an diesem Hochzeitsabend, und er schreibt: Ich tat's, als wenn ich Abschied nehme, trabte die Treppen hinunter, als ob ich zu schwer geschlagene Hufeisen trüge. Unten aber schlug ich die Türe scheinbar zu, zog dann die Stiefel schnell aus und war in 3 Sprüngen in Bettines Zimmer, das mit Rosenstöcken und Jasmin verziert war. Ein paar Tage später haben sie dann ihre Heirat den Freunden und Bekannten bekannt gegeben. Das Paar lebte zunächst 3 Jahre in Berlin. Hierüber wissen wir aus einem Brief Bettinas an Goethe, dass es eine sehr harmonische Zeit war. Sie schreibt darin unter anderem: Achim ginge seinen Geschäften nach und sie bewirtschaftet ihr kleines Gärtchen hinterm Haus. 1812 wird dann der erste Sohn geboren, der Freimund. Wir haben hier ein Porträt von ihm. Und diesem Freimund sind dann zum Weihnachtsfest desselben Jahres, also 1812, der erste Band der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm gewidmet worden. In der Widmung steht: An die Frau Elisabeth von Arnim für den kleinen Johannes Freimund. 1814 zieht das Paar aus ökonomischen Gründen hierher nach Wippersdorf. Hier in Wippersdorf besuchten sie viele Freunde. Clemens Brentano, Karl Friedrich von Savigny mit Familie, Humboldt und Wilhelm Grimm. Und ich möchte Ihnen jetzt einen Auszug aus einem Brief Wilhelm Grimms an seinen Bruder Jakob vorlesen, der Ihnen aufzeichnet, wie Wippersdorf zur damaligen Zeit ausgesehen hat. Denn so, wie Sie Wippersdorf heute vorfinden, hat es Bettina und Achim nie gesehen. Das ganze Männchen trägt an Pacht 8000 Taler ein, die aber für, glaube ich,
150.000 Taler Schulden, die Zinsen machen, sodass wenig übrig bleibt. Arnims Haus ist geräumig, der Garten daran und der Wald von Birken dahinter schön. Doch ist jenes inwendig ziemlich verfallen, war aber mit Pracht und eigentlich fürstlich eingerichtet. Zimmer mit purpurseidenen Tapeten und reichen Goldleisten und getäfelter Boden. In seiner Stube liegt alles ziemlich untereinander. Die Bettine führt die Haushalte selbst, hat alles Schwere, zum Beispiel gutes Kochen, leicht erlernt, hat aber keine Lust an diesem Wesen, daher wird ihr alles sauer und ist doch in Unordnung. Dabei wird sie betrogen und bestohlen von allen Seiten. Beiden wäre zu wünschen, dass sie aus dieser Lebensart herauskämen. So geschieht es dann auch. 1817 zieht Bettina mit den Kindern nach Berlin. Achim bleibt hier in Wippersdorf und versorgt die Landwirtschaft. Bettina merkte, dass das Landleben nicht das Rechte für sie war. Sie war ein Kind der Frankfurter Großstadt. Ihr fehlte die Geselligkeit, die Freunde, das geistige Leben. Und so schreibt sie einmal an ihre Schwester Gunda von Savigny: Das Schreiben vergeht einem hier, wo den ganzen Tag, das ganze liebe lange Leben nichts vorfällt, weswegen man ein Bein oder ein Arm aufheben möchte. Dass sich das Paar trotz ihrer finanziellen Schwierigkeiten, die sie all die Jahre hindurch hatten, diese doppelte Haushaltsführung leisten konnte, ist dem Umstand zu verdanken, dass Bettina geerbt hat. Bettina ist die Tochter des reichen Frankfurter Kaufmanns Peter Anton Brentano, der in 3 Ehen 20 Kinder gezeugt hatte, von denen noch 14 erbberechtigt waren. Und wie groß dieses Erbe ist oder war, ist daran zu sehen, dass Clemens Brentano Zeit seines Lebens von den Zinsen dieses Erbes hat leben können. Zwar nicht in Saus und Braus, aber immerhin. Und Bettina bekam ihr Erbe monatlich von ihrem Schwager Savigny zugeteilt und bestritt somit die Unterhaltskosten in Berlin, die ja von Jahr zu Jahr wuchsen, weil auch die Familie von Jahr zu Jahr wuchs. Bettina ist am 4. April 1785 als 7. Kind der Mutter, sie war die 2. Frau, und als 13. Kind des Vaters geboren worden. Ihr Taufname ist Katharina Elisabetta Ludovica Magdalena Brentano. Und da die italienische Koseform von Elisabetta Elisabettina ist, ist daraus Bettina oder Bettine entstanden. Beide Varianten sind richtig. Als Bettina 8 Jahre alt war, starb ihre Mutter und sie ging mit 3 Schwestern in das Kloster der Ursulinen nach Fitzlar. Und als sie dieses Kloster dann verließ, ging sie zur Großmutter nach Offenbach. Die Großmutter war eine sehr bekannte Schriftstellerin, Sophie La Roche. Und Bettina wurde genau wie Achim auch von der Großmutter erzogen. Bettina zog 12-mal um in Berlin. Es gab immer irgendwelchen Ärger mit Vermietern, mit Höfen, die rauchten. Einmal schrieb sie sogar, ihr wäre das Haus über dem Kopf zusammengebrochen. Und Achim schreibt einmal an Bettina: Gott weiß, welcher Fluch auf uns ruht, dass wir nie ein Quartier finden, welches unseren Vermögensverhältnissen angemessen ist. Dass der Maler Achim von Arnim dieses Anwesen so gestaltet hat. Er hat diesen Balkon errichten lassen, die Terrasse verbreitert und das Gartenparterre abgesenkt und somit diesem ganzen Anwesen diesen heiter südländischen Flair gegeben und diesen schlossartigen Charakter. Das ist, wie gesagt, das ist der Anbau des Maleratelier. Das Gartenparterre ist vor ein paar Jahren wieder so hergestellt worden, wie es auf einer Fotografie zu sehen war. Auf ihn ist die Jahreszeit 1595 eingraviert und wir nehmen an, dass auch aus dieser Zeit die ursprünglich kleine Feldsteinkirche stammt. Diese Kirche ist in ihrem Kern spätmittelalterlich und mehrmals verändert worden. Soweit wir wissen, 1737 vom Vorbesitzer der Familie von Arnim, und das war Gottfried Emanuel von Einsiedel, Chef der Langenkerls in Potsdam und Günstling des Königs. Er hat an dieser Seite eine Familiengruft erbauen lassen und darüber eine Patronatsloge gebaut. Dann ist die Kirche nach den Plänen des Malers Achim von Arnim verändert worden. Sie ist um 2 Meter erhöht worden, es wurden romanische Fenster eingebaut, eine Orgelempore wurde geschaffen und gleichzeitig auch diese Treppe. Als man dann auch noch die Glocken nach oben bringen wollte, ließ es die Statik nicht zu und so hat Wippersdorf heute die Glocken neben
haben, Gottesdienste abhalten zu können und dergleichen, entschied man sich, diese Patronatslogen zuzumauern. Man setzte dahinter einen Ofen, legte Licht und hatte somit einen Gemeinderaum, der auch heute noch als Gemeinderaum dient. Man kommt durch diese Außentreppe hinein. Danach hat man dann auch die Orgel nach unten genommen. Das ist übrigens eine Orgel der Gebrüder Dinse aus Berlin. Bei der ganzen Erhöhung hat man auch diesen Altar auf einen Sockel gestellt, sodass er die ganze Seite ausfüllt. Das ist ein hölzerner Barockaltar, erbaut 1701, erweitert 1737, und zwar mit dem Wappen des Herrn von Einsiedeln oben rechts und dem Wappen der Familie von Rochow oben links. Das ist die Frau des Herrn von Einsiedeln. Oben im Schmalenkranz haben sie in hebräischer Schrift das Wort Jahwe, das bedeutet Gott, und passend zum Abendmahlbild und am Kanzelkorb haben wir rechts und links die beiden Zeilensprüche: Herr, erquicke mich um deines Namens willen und schmecke und sehe, wie freundlich der Herr ist. Dieser Altar wird gehalten von korinthischen Säulen, die erst 1972 mit Blattgold neu vergoldet wurden. Auf Drängen Bettinas kam dann sein Grab hierher. Er war auch derjenige, der diesen kleinen Familienfriedhof eröffnete. Bei ihm steht drauf: deutscher Dichter. Hier haben wir das Grab der Bettina. Bei ihr steht drauf: vermählt mit Ludwig Achim von Arnim. Wir wissen, Bettina war auch schriftstellerisch tätig, aber für die Inschriften ist ihre Tochter Maximiliane verantwortlich. Und da sich ja die Kinder nicht zu Recht mit ihrer politischen Mutter haben einverstanden erklärt, haben sie es vermieden zu erwähnen, dass Bettina schriftstellerisch tätig war. Auch ist hier ein falsches Geburtsdatum. Hier steht 1788. Wir würden sagen, typisch Bettina. Sie hat sich um 3 Jahre jünger gemacht. Wer würde das nicht gern? Aber mit Sicherheit ist es ein Lesefehler. Es ist damals alles mit Tinte geschrieben worden und sicherlich verwischt, sodass aus der 5 ganz schnell eine 8 wird. Bettina ist 1785 geboren. Wir haben hier das Brentano-Wappen und das Arnimsche Wappen.